Wir wissen, was ihr da tut. Ja klar wissen wir, was wir hier tun. Ja, aber wie immer. Wir sind vom Fach, Mann. Besonders der Traktorfahrer, ne? Ich bin Weltbester, ich kann auch super rückwärts fahren, wie du siehst. Ich fahr rückwärts Kreis. Noch ein Stück. Musst du seitlich oder frontal? Nö, seitlich reicht. So, stopp. Machen wir halt noch einen Keil. Stützen sind geil. Ja, so mit zwei Keilen irgendwie, ja, langsam, ja, ja, jetzt. Es funktioniert. Aber die kleinen Dinge. Ich halt Keile. Ja. Müssen noch runtergetragen werden. Keile an dem. Und reinschmeißen. Alter! Ui, das Lustige ist auch, wenn er den dann loslässt. Und hier im Berg runterschlittert. 7 Eier auch immer kriegt. Ja, meiner ist bestimmt jetzt 2 wert. 7 Euro. Hä? Bin ich in der Tumme dumm? Keine Ahnung, wir haben etliche Bäume gefällt. Deiner war 9 Euro wert. Ich sag doch, ich bin mehr wert. Und abfahren. Machen wir. Aber nicht so, denk dran, wir haben lange Last. Ja, haben wir. Solange der Trecker nicht schwebt, ist alles gut. Ja, genau. Vor allem den ganzen Baum mit einfach. Ihr müsst einfach nur weiterfahren. Damit die hintere Astspitze quasi drin ist. Und okay. Genau. Dann habt ihr alles. Wie viel Plus haben wir denn jetzt gemacht, Ed? Der Baum hat 1900 gebracht. Ui. Sind was? Wollen wir unseren Baum jetzt liegen lassen? Keine Ahnung. Ja, Mist. Nee, können wir nicht mehr. Wir haben unseren Baum. Ich mach keinen Platz. Ich geb nicht. So, das ist unser Baum. Ja, nehmen wir den nächsten. Lass mal den jetzt einfach ganz fies auf die Fallen. Stützen! So, dann wollen wir, dass er irgendwie so fällt. So irgendwie schräg. Die Hörer haben nicht bei Stützen was gedacht. Die sind überflüssig. Sehe ich schon. Du hältst davon nicht viel, ne? Ich bin mal kurz weg. Jo. Beste Idee ist einfach, das Objekt ist zu schwer. Oh mein Gott. Also es kommt da ein bisschen drauf an, was quasi draufsteht auf so einem Platz. Wir können das doch mal mitnehmen. Hier schaut mal so ganz. Bringt trotzdem so 10 Euro. Ist wertvoll. Nee. Okay. Fahren. Mach ich. Wo die Baum jetzt hinbekommen hat? Oh. Das war kein Vollstück drauf. Jupp, jetzt können wir den langen Stamm holen. Das lange Ding da oben, ja. Jupp. Ich hoffe, Herr Sascha hat ihn schon vorbereitet. Was? Den ich abgebaut habe? Ich habe schon mal hinten ein bisschen was abgedingst, was quasi sowieso überstand. Also ein Endgrade, könnte ich sagen. Wie heißt das? Ästet, Endgrade? Ich kümmere mich um das Ding, was drüber stand.
gerade mal. Ist ja nichts. Hey, ich habe einen Weihnachtsbaum. Ist extra oben noch ein Ast. Ah, läuft. Läuft. Ist fest, lässt du drauf, fertig. Spann Gott. Achso, leer. Ja, das ist halt jetzt fast schon. Ist fast schon. Will den da jetzt nicht wieder raus, Ding. Ist da einmal jetzt so schön drin und. Ah. Ich denk. Nicht fahren. Ich denk, du hast entastet. Ja, unten drunter kam ich irgendwie nie dran. Also irgendwie. Ja. Oh Mann, Alter. So, bin auch wieder da. Und dann zurück. Ach, ich hab dich mal ein bisschen zur Seite geschoben. Fahr mal ein Stück vor, bitte. Aber nicht runter. Ich muss den Gurt lösen, dann geht's wieder. Alter? Ein Stück in meinem Baumstamm. Alter, stopp. Ich muss den Spanngurt festsetzen, wenn du den Baum nochmal ändern willst. Ja, noch nicht festspannen. Ich muss jetzt erstmal den großen hier haben. Nur noch mal vor, bitte. Stopp. Jetzt haben sie alles wieder runtergeschmissen. Hier sind die Bäume. Das ist ein Fachmann. Sie tragen das lieber manuell. Fahrer, ja? Also bitte. Kritik an Murdoch, bitte. Ach. Du bist schuld, du bist gefahren. Unterstützt. Ja, den Baum hat festgemacht. Naja, irgendwie, ne? Komm hier runter jetzt. Baum, du ziehst mich ganz schön. Der Baum ist einfach nur falsch gekippt und das war das Problem. Und daran seid ihr schuld gewesen und. Was heißt, ich da beschissen fahren mit dem Baum hinten dran? Warte mal. Bleib mal stehen. Das war gar nicht klar, ey. Ja, kommst du. Die ist so seitlich ein Baum mit mir. Aber wir haben schon ein bisschen Geld verdient. Wir haben schon 37.000. Ey, bei mir steht eine Null. Du bist eine Null, also. Danke, so nett heute, Schwifty. Ja. Willkommen bei Mobbingkraft. Heute Art und Weise. Ja, also wenn ihr Modder seid, also ihr könnt gerne für uns Schilder machen. Die stellen wir dann hier auf, platzierbare Objekte. Absetzen bitte. Mit Sprüchen und keine Ahnung. Das müssen wir uns selber nicht tun können. Weiter. Stopp. Oh, das riecht voll. Hallo, Stützen. Und es wird nichts mit den Zweien. Kannst du den Arm nicht drehen oder so, wenn der dran ist? Ja, versuche ich ja gerade. Ah. Musst du mal Unterstützung holen, muss mal jemand hinten mit anfassen und den Baum rüberschmeißen. Das ist halt das Problem, dass man bei dem Wagen die Rohre nicht wegschrauben kann. Wenn ich mach fest, ich krieg das Ding schon runter. Kann man das dann eigentlich bei eurem, wo ihr gerade am entwickeln seid? Ja. Den Chris kannst du mal weg runternehmen. Das sind sogar zwei Stück übereinander, das heißt, du kannst den halbieren auf sozusagen. Jo. Und das nennt sich Rungen. Ah. Ja, dann. Die Runge. Warum kriegen die das hier nicht hin? Weil es standardmäßig nicht gibt. Wohl. Da kannst du mal rausnehmen. Ja, da wird uns Spaß. Wo der schwarze in das rote geht, da kannst du mal raus. Cool. Mal rausziehen. Aha, läuft bei euch, oder? Wie wär's, wenn ihr einfach jetzt fahrt? Soll ich den Baum noch wegnehmen? Ich glaube, der ist. Hallo! Hallo! Mama, ja. Baum, Mörderschlag. Ach Gott, der Gott.
Ach, spann fest das Ding, Mann. Ich krieg das Ding jetzt irgendwie runter. Ist fest? Was denn? Weil der Baum, der wird zwar mitgenommen, aber wir fangen hier den nächsten Baum. Oh Gott, Alter. Kannst fahren. Ich will nicht wissen, was da jetzt ankommt. Weil der eine Baum, der andere Baum. Ich seh's. Ich seh nichts. Oh, weil lass die alles liegen. Ja, das wird nicht. Ja. Aus dem Hotel umplanen. Ja, ja. Oh, schieb hoch den Anhänger-Trecker. Hast du aber ein bisschen Power? Ja, das Problem ist, dass du hinten leider einen Baum drauf hast. Der keilt sich hier drin. Stellen wir mal den Baum da ab, dann kann es leichter angehen. Gar nicht so leicht, wenn der Trecker keine Power hat. Ja. Power, weil schau mal. Aber es sind wirklich wunderschöne 3D-Objekte. Immerhin das Holz geht ja da unten rein. Ich könnte natürlich das jetzt alles abschneiden. Ja, seht mal das, was mich gerade blockiert, ab. Ja, was siehst du weiter hier raus ab? Ich denke auch mal hier. Das kriege ich nicht rumgezogen. Keine Wendemöglichkeit gefunden. Den auch mal weg hier. Hä? Du kriegst den Baumstamm nicht raus. Nämlich schon. Dauert noch ein bisschen. Ich müsste mein Trecker nur noch mit allen Vieren wieder auf den Fußboden kommen. Das wird natürlich wieder zu schwer sein, natürlich. Warum auch nicht? Easy Verkauf. 3200. Was ist mit den anderen zwei Bäumen, die wir wegen euch umgefällt haben und die jetzt einfach da rumliegen? Ja, die müssen wir jetzt holen. Und in dem da hinten müssen wir auch noch holen gehen. Ja, durch den ihr gerade durchfahrt. Ja, wo ihr gerade irgendwas macht. Weil die kriege ich nicht raus. Bin ich zu schwach. Bist du zu schwach? Ja, bist du zu schwer. Ich bin zu schwach. Sehr zu stark, bist du zu schwach. Yeah. Hau rein, okay. Und da kommt er wieder runter. Von seinem Bodenrohr. Ja, komm. Das ist Baumstamm. Wie sagt Murdoch? Gerade an dem anderen dran. Oh. Kann nochmal verkleinern. Ja, du nicht so klein machen. Ich hätte ihn ja gelassen. Dann hätten sie ihn rausgekehrt mit dem Kran. Ach, das können wir schaffen. Bis die das mit dem Kran schaffen, ist mir da noch. Ja. Soll ich vom Baumstamm runterfahren, gibt's dir dann besser? Nee, nee, das ist okay. Sechs Wochen später. Yes? Ich will hier dich nochmal umkippen. Ja. Ach Gott, du darfst dir jetzt angucken. Das ist so richtig das Spiel, aus dem du einen normalen Elektroschock kriegst oder so. Komm, komm, komm. Du musst unten was. Komm. Funktioniert der Anhänger eigentlich auch, wenn ich ihn abkoppel? Nein. So, fahr mal. Eigentlich schon. Das Ding. Ja, so high-tech ist hier dieses Spiel jetzt hier auch nicht. Geht der Regler jetzt auch nicht. Er braucht da den noch weiter Faktor. Vor? Ja, aber. Na, ich weiß nicht. Ja, in Real Life. Das ist LS. Der Real Life braucht trotzdem Traktor. Ja, klar. Hat er ja doch keine Luftdruck. Ja, keine Öl. Kein Antrieb. Oder kein Öl. Also, sagen wir kein Betriebs. Wow, ich hab's geschafft. Dein Ding ist viel kleiner. Ja, aber Chef, du weißt ja, der ist nicht so stark, deswegen nimmt er das kleinere.